Hallo liebe Naturfreunde, heute setzen wir wieder mal einen Kräuteressig an und zwar benutzen wir dazu die Blüten des Löwenzahns. Momentan finden sich ja weitläufige Wiesen, die ganz gelb sind, voll mit gelben Blüten des Löwenzahns. Diese lassen sich vielseitig verwenden, sowohl herzhaft als auch süß. Auf dem Kanal findet ihr dazu die Löwenzahn-Playlist und darin befinden sich schon einige Rezepte. Seht euch diese gerne mal an, den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Für unseren Ansatz nutzen wir heute nur die gelben Blütenblätter und trennen sie von den Kelchen. Die Kelche schmecken eher bitter, trotzdem könnt ihr sie ebenfalls nutzen, wenn ihr das gerne mögt. Und ansonsten besitzen die Blütenblätter einen süßlichen Geschmack nach Honig und sehr viele Blütenpollen. Daher waschen wir die Blüten hier vorher auch nicht, da wir diese im Essig haben möchten. Als Ansatzgefäß nutzen wir einfach ein Marmeladenglas. Wichtig ist hier der weite Hals, damit sich das Ganze später auch leichter wieder entleeren und reinigen lässt. Unser Glas füllen wir einfach mit Essig auf und lassen das Ganze dann etwa 4 Wochen lang ziehen. Dann können wir den Essig filtern. Theoretisch könnte man auch noch Honig hinzufügen, dann handelt es sich um ein sogenanntes Oxymehl. Auch dazu gibt es bereits viele Ideen in einer Playlist auf dem Kanal. Den fertigen Essig füllen wir dann einfach in eine Flasche ab und dann kann er als Salatessig genutzt werden. Insgesamt ist der Löwenzahn ein sehr nützliches Kraut. Man kann die Blätter benutzen für Pesto oder Salat, die Blüten für Sirup oder auch Salz oder Zucker. Aus den Knospen setzen wir Kapern an und aus den Wurzeln machen wir Öl für Salbe. Und das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.